alt. Warte. Was ist? Du weißt, dass das Auto meinen Eltern gehört, ja? Okay, lass, ist gut. Was wolltest du jetzt sagen? Was ich sagen will? Boah, kannst du mal hinmachen? Wir haben ja noch was vor. Ich meine, das ist egal, das interessiert dich doch eh nicht. Lass, wenn du was sagen willst, dann sagst du einfach sonst halt's Maul, okay? Das, was wir machen wollen, das ist nicht so ganz alltäglich und ich bin ein bisschen nervös. Also, was ich glaube, wir sollten überdenken, was wir hier eigentlich machen. Ein unerfüllt gelebtes Leben ist nicht wert, gelebt zu werden, sagt Sokrates. Und die kippen weg hier, Mann. Sokrates, war das nicht dieser Fußballspieler von Dortmund? Philosoph, Griechenland. Und ich kann dir nicht sagen, ob ich mir vollkommen sicher bin und im Klaren, was wir hier machen. Also ich meine, man sollte sein Leben aus dem Holz schlitzen, was einem zur Verfügung steht. Und ob Gott uns dieses Holz gegeben hat, mag ich hier echt zu bezweifeln. Ja. Wieder Sokrates. Storm. Theodor. Ah! Dich kann man gar nicht beleidigen, du bist viel zu blöd dafür. Kant? Mhm. Schopenhauer. Stu Price aus Hangover. Alter, du beleidigst mich in meinem Auto? Hey, weißt du, geh und zieh's alleine durch, ja? Nichts lieber als das. Ja, halt, ich meine, okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich geb dir recht, das hier ist unsere Bestimmung. Ich meine, in dem Augenblick, in dem der Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er doch krank. Sigmund Freud. Endlich, ey. Okay, ich stell's nichts mehr in Frage. Carpe diem. Und ich glaube, es ist genau andersrum und der Moment nutzt uns und wir sind nur die Übermittler des Moments. Des Moments. Kant. Boyhood von 2014. Erik, pass einen Moment. Nein! Was ist jetzt schon wieder? Das ist aber wichtig, ja? Weißt du was? Es wird bei dir immer alles wichtig. Wenn wir nicht immer alles so wichtig nehmen würden, wären wir schon längst an den scheiß Malediven am Scheißstrand und würden mit einem Scheißdrink in der Hand da chillen. Aber stattdessen stehen wir immer noch an dieser Scheißstraßenecke hier und überfallen den Scheißbäcker. Das ist ein Konditor. Weißt du was? Jetzt zitiere ich mal deinen Scheiß Sokrates. Hasta la vista, baby. Oder war das jemand anders?